Servusle, meine Lieben, und recht herzlich willkommen zu einem Checkup-Video von Dismantle. Ich freue mich, dass ihr reinschaut. Was sind Checkup-Videos? Im Prinzip unser Format für ein Angespielt. Wenn ein Spiel bei mir auf der Liste landet, können wir natürlich nicht alles streamen oder auf YouTube zeigen. Und so haben wir die Möglichkeit, uns den ersten Eindruck vom Spiel gemeinsam ranzuholen. Hier geht es primär darum, wie fühlt sich das Spiel an? Wie sieht das Spiel aus? Wir fangen jetzt gleich an. Ich habe hier eine Alpha-Version vom Entwickler bekommen, Version 05918. Das Spiel kommt jetzt am 6. November bei Steam in den Early Access. Diese Version ist noch eine frühere Version, also hier ist zum Beispiel noch keine Lokalisierung drin. Das Spiel soll aber laut Entwickler auch auf Deutsch kommen. Ich glaube sogar Türkisch ist mit drin als Sprache. Und es gibt bestimmt Bestandteile, die man jetzt in der Version noch nicht sieht. Ich laber jetzt auch gar nicht lang rum. Wir gehen einmal kurz die Key Features durch und dann steigen wir ein. Es ist ein wunderschönes Tutorial, wo wir uns ein ganz kleines bisschen vertraut machen können mit dem Spiel. Was steht denn hier? Zerbrechlich. Mit geeignetem Werkzeug mehr als 99% aller Objekte in der Welt zerstören. Du kannst also mit deiner Brechstange alles kaputt schlagen, die entsprechend aufleveln. Erkunden, überleben, baue Außenposten, um dir einen bestimmten oder beziehungsweise um dir einen besseren Stand zu verschaffen. Ein Punkt, der mich sehr interessiert, den wir jetzt im Tutorial noch nicht sehen werden. Außenposten aufbauen. Fertige Waffen, Werkzeuge, Outfits, Schmuck, jage gefährliche Wildtiere oder zähme sie für deinen postapokalyptischen Bauernhof. Also super interessante Sachen, Pflanzen züchten, Rätsel lösen, man kann sogar angeln, glaube ich, in verschiedenen Skills und so weiter und so fort. Es gibt auch einen kleinen Einblender, den lasse ich jetzt raus, weil da tatsächlich noch Platzhalter-Images sind. Wir sehen uns gleich zu Beginn des Spiels wieder. Ich drücke auf Play und dann schauen wir es uns einfach mal an. Hier sind wir auch schon angekommen. Wunderschön, da krabbelt er aus seinem Verlies raus, der Gute. In einer postapokalyptischen Welt, Tag 1 am frühen Morgen. Wir sind Level 1. Was gibt's hier alles zu entdecken? Bei I haben wir einmal hier die Systemgeschichten. Da kann man alles nachstellen oder das Spiel speichern. Inventar, wir haben 20 Hitpoints. XP Level 1, 800 von 4100. Features, Rucksack. Modifizieren. Dann kann man hier verschiedene Slots noch befüllen. Sehr interessant. Quests haben wir im Moment noch keine, doch hier. Find the Minimum Cabinet Watches Place. Also gut, er will jetzt im Prinzip, dass wir diese östliche Shelter-Geschichte aufsuchen. Kann ich das hier markieren? Nee, kann ich offensichtlich noch nicht. Und dann gibt es noch die Collection. Da haben wir einmal die Materialien. Das ist praktisch, was du an Materialien besitzt. Ist aber nicht wie im herkömmlichen Spiel alles im Rucksack, sondern es gibt eine Kiste, auf die du praktisch während des Spielens immer Zugriff hast. Dann gibt es diese Geschichten hier. Traveler, das sind dann die Schritte, die man im Spiel macht zum Beispiel. Also es gibt so Achievements, das finde ich sehr gut. Rezepte, ja, das sieht schon mal super interessant aus. Hier haben wir auch noch nicht viel, wir haben ja noch nichts gemacht. Ne? Oh, warte mal, das muss ich noch mal angucken. Das sah ja stark aus. Lass mich mal gucken. Point of Interest, Kreaturen. Das sind wir, der Überlebende. Der ist super. Wie viele Kreaturen gibt es im Spiel? Oh, da gibt es einige. So, natürlich Zombies, beziehungsweise irgendwelche. Wir sehen gleich die ersten. So, jetzt gucken wir mal rum. Hier, das können wir zum Beispiel schon mal zerstören. Es gibt auch verschiedene Stufen, die du mit deiner Brechstange hast. Also man kann am Anfang nicht alles kaputt machen. Zum Beispiel Stein kriege ich nicht down. Da bräuchte ich eine Aufwertung auf 80 Damage. Ne? Oder hier die Tonne, Aufwertung auf 12 Damage. Lass mich das jetzt auch mal kurz angucken. Das kann man nicht zerstören. Und komme ich hier wieder rein, da komme ich auch nicht wieder rein. So, dann gehen wir mal los. Use this campfire. So, eins der wichtigen Tools hier am Anfang. Es gibt 10 Stück wohl über die Welt verteilt. Es ist meiner Meinung nach eine ziemlich große Open World. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wahrscheinlich werden wir das Spiel im Stream nochmal wiedersehen, weil in einem kleinen Angespiel kann man nicht viel machen. Ne? So, was haben wir jetzt hier? Holz, Metal Scrap haben wir, dann haben wir das Lagerfeuer und hier ist die Toolskiste. Und du kannst sie auch nicht aufmachen, sondern nur einlagern. Ich glaube, man sieht aber sein Inventar ja immer hier. Ne? Da weißt du immer, was du hast. So, dann gehen wir mal weiter. Ein Fragezeichen. Linke Maustaste drücken, um Objekte zu zerstören. Das haben wir natürlich jetzt schon mal angewendet. Machen wir hier gleich mal weiter. Man bekommt natürlich bei dieser Art Stil von dem Spiel das Gefühl, das ist wie bei Diablo. Man klickt hier so rum, aber es ist nicht. Du läufst mit WASD. Ah gut, ich muss mein Tool erst upgraden. Machen wir erstmal langsam. Kann ich den Tisch? Tisch kann ich auch noch nicht, ne? So kann ich die Büsche. Tatsächlich, du kannst alles zerstören halt. Dann habe ich nochmal einen Grill. Dann nehme ich mir auch nochmal was mit. Sehr, sehr schön. Ich finde es unheimlich erfrischend. Der Grafikstil gefällt mir super gut. So, pass mal auf. Jetzt, da steht es doch schon, wir sollen unsere Brechstange erhöhen, beziehungsweise upgraden. Das machen wir. Brauchen wir 2 Scrap Metal und 5 Wood. Danach müssen wir noch Destroy the Dresser Ops. Das ist, glaube ich, da hinten so ein Dings. Hier, die Kommode soll man dann zerstören. Oh, schön, wie sich hier anheftet. Jetzt pass mal auf. Steht es hier dabei,
Das steht jetzt hier nicht dabei, ne, mit dem Tool. Aber pass mal auf, wir gehen mal ans Lagerfeuer eben. Da können wir uns das wahrscheinlich markieren. Wenn man ins Lagerfeuer sitzt, gehen die Materialien ebenfalls in die Kiste. So viel habe ich rausgefunden schon. Und dann kannst du hier, jetzt erstens mal siehst du, wie viel Uhr es ist und so weiter, Upgrade. Hier steht's. Wir können den Rucksack also hochbollern, wenn wir diese Blätter haben und Scrap Fabric. Und hier kannst du es dir markieren. Dann weißt du immer, wenn du außerhalb im Spiel unterwegs bist, was brauche ich noch, um das nächste Upgrade zu bekommen. Dann haben wir hier einmal die Ansicht vom Inventory, ist klar. Und da kommt später auch das Skill-Menü dazu, das zeige ich euch aber noch. So, was auch ist ganz wichtig vielleicht, falls ihr euch das Spiel am Freitag zulegen solltet, sobald ihr am Campfire einmal gedrückt habt und wieder unterwegs seid in der Welt, sind die Zombies nachgespawnt. So war es zumindest bei mir. So, pass mal auf, wir brauchen jetzt noch ein Holz. Machen wir doch mal hier gleich weg und dann gucken wir uns schon mal ein bisschen das Ding aufwärmen. Sehr schön. Jetzt kam auch der entsprechende Ton dazu. Gefällt mir gut. So, dann gehen wir natürlich jetzt hier hin. Berenga. Und einmal aufwerten von 8 auf 12 Damage. Und wenn ich richtig liege, haben wir gerade eben irgendwas gehabt, was 12 Damage verlangt hat. War das die Tonne? War das die Tonne oder war das der Tisch? Oder war es gar beides? So, dann haben wir schon wieder Material. Wenn man nicht speichern will oder die Zombies nicht resetten will, immer auf die Kiste, ne? So, ich probiere hier noch mein Glück. Jupp, jetzt kriegen wir alles abgebaut. Auf die Art und Weise kriegst du natürlich dann deine Mats. Was nicht geht, ist, dass ich rein oder raus scroll auf der Map, aber du kannst ein ganz kleines bisschen ankippen und du kannst 360 Grad drehen, was ich schon mal sehr, sehr begrüße. So, meine Lieben, jetzt machen wir natürlich hier, das kann man auch ein bisschen gemütlich angehen, indem man wirklich alles abbaut, was einem unter die Brechstange kommt, will ich mal sagen. So, die mache ich jetzt noch weg und dann looten wir uns mal da durch. Gibt nämlich noch mehr zu entdecken. Was mich halt am meisten interessieren würde, wie das mit den Außenposten. Was kann ich bauen? Wie sieht es dann aus? Da bin ich gespannt und das wäre auch der Grund, warum ich vielleicht einen Stream mache. So, meine Lieben. Bams. Quest haben wir abgeschlossen. Jetzt ist der Weg frei. 600 XP haben wir bekommen. Zacki die Maggi. So, aber wir brauchen noch ein bisschen zum Level Up. Hier geht's weiter, ne? Okay, was kriegen wir hier? Keramik. Keramik. Sehr gut. Hier sind nur die Blätter. Den Fernseher kann ich nicht. Tisch. Brauche ich wieder eine Verbesserung von meiner Brechstange. 20. Aber die kriege ich weg hier, ne? Ne, ihr seht ja, es dauert eine Weile, bis man alles zusammengeschlagen hat. Ich nehme aber an, dass du mit der Zeit einfach viel, viel mehr Action auf deiner Waffe hast. So, und jetzt ist auch unten, das ist übrigens dein Inventar, was du hier unten siehst. Und das kann man aber aufskillen. Das wächst hier unten. Und du musst halt jetzt gucken, wenn ich jetzt Material zum Beispiel finde, das ich noch nicht eingelagert habe, muss ich es liegen lassen. Deswegen gehe ich gerade mal kurz zur Kiste zurück. Da räumt er das ein, es gibt auch XP und dann gehen wir zurück in die Butze. So, und dann schauen wir doch mal. Hier ist ein Radio. Fünf Radios gibt es insgesamt zu finden wohl. Okay. Jetzt habe ich die Pfanne zerstört. Hier kann man kochen. Brauchen allerdings einen Cooking Pot. Okay, dann bin ich mal gespannt. Und hier haben wir dann tatsächlich auch ab und zu mal ein paar Sachen, wo man looten kann. Eine Tomate haben wir bekommen. Sehr cool. So, wo ist die Tür, die ich da aufmachen muss? Machen wir den Stuhl mal weg. So, meine Lieben. Cool ist halt, dass es echt eine große Welt ist. Wir werden uns gleich innerhalb des Tutorials eine Map holen. Da sieht man das wunderschön, was da alles dabei ist. So, was sagt er hier? Hold down the mouse wheel and drag and drop. Das haben wir gemacht. Damit meint er das hier, ne? Hey, dann kannst du jetzt hier aufräumen. Ich kriege aber, glaube ich, die Keramik hier nicht. Oh, guck mal, für eine Tür brauche ich 100 Damage auf meiner Waffe. Und die da? Machen wir die Tür kurz zu und hauen wir hier drauf. 24. So, hier haben wir wieder was zum Durchsuchen. Sehr cool. Siehst du, jetzt ist mein Dings voll. Jetzt muss ich kurz tatsächlich raus. Sonst muss ich es liegen lassen und wir brauchen doch die Mats. Lumlilum, lumlilum. Jetzt weiß ich nicht, ist das Skill-Menü schon frei oder kommt das mit dem Level-Up? Wir gucken mal kurz rein. Upgrade, nee, ist noch nicht da. Ah, das wird uns dann angezeigt. Also gut, weiter geht's. Schwuppdiwupp. Das haben wir ja gemacht jetzt da hinten. Dann können wir jetzt hier mal raus. Da ist auch der erste Feind, ne? So, am Anfang sind die jetzt noch nicht so agil. Ex-Human Scrapper ist ein Nahkämpfer. Am Anfang rennen die jetzt noch nicht so wild in der Gegend rum und so, aber das kommt mit der Zeit dann irgendwann. So, dann gibt es die Möglichkeit, dass wir uns hier aufloggen, lang auf der linken Maustaste bleiben und dann kriegt er richtig Schaden, ne? Und ich kann nur so viel sagen, wenn man da am Anfang ein bisschen zu leichtherzig rangeht, stirbt man auch recht schnell. Siehst du, da erklärt das auch nochmal, hätte ich erstmal drücken sollen. So, pass auf, was gibt es denn hier noch, dass ich nichts vergesse?
Hier haben wir zum Beispiel einen Briefkasten, den ich noch wegschlagen kann. Da reicht meine Power aus. Die Tonne, die braucht mehr, ne? Ja. Für die Tonne bin ich noch zu schwach. Nächste Waffenstufe kann aber die Tonne dann auch. So, was haben wir hier? Westgate und Eastgate. Okay, er sagt zu mir, ich soll nach Osten zu diesem Gate. Dann mache ich das. Kannst natürlich jetzt hier auch innerhalb des Tutorials den Map-Abschnitt leerräumen, reingehen, alles durchsuchen. Können wir ja mal machen. Ich schalte mich auf und siehst du, der spürt am Anfang noch gar nicht, dass ich da bin. Aber man triggert die natürlich, ne? Durch Lärm. So. Und wie ist es, wenn ich tatsächlich Leben verliere? Es gibt bestimmt Healing Potions und so Sachen, aber am Anfang kannst du halt am Lagerfeuer sofort, wenn du drauf drückst und dich kurz ausruhst, ist dein Leben wieder da. Als Rache dafür, dass man das benutzt, kommen halt die Zombies wieder, ne? So, jetzt sind wir aber jetzt hier schon drin gewesen, dann guckt man natürlich weiter. Hier ist nochmal das mit dem Kochen, da haben wir aber noch nicht alles. Hier ist nochmal was zum Durchsuchen. So. Siehst du, jetzt könnte ich meinen Rucksack aufwerten. Sobald wir wieder ein Campfire finden, probieren wir das natürlich. Jetzt bewegen wir uns mal, wie er es verlangt hat, nach Osten. Lumli, lumli, lum. Hold down, shift to run. Also man kann schneller laufen. Und hier ist auch schon unser nächstes Campfire, siehst du? Bamsle, 2 von 10. So, dann machen wir eine Aufwertung vom Rucksack, würde ich sagen. Upgrade. Hier. Und jetzt sehen wir gleich, dass die Leiste sich unten um 1 erweitert, ne? Achtung. Hier, jetzt haben wir auch schon die Möglichkeit, mehr mitzunehmen. Hier ist auch wieder die Kiste. Das sind halt dann solche Anlaufpunkte am Anfang. Wie gesagt, das mit dem Außenposten aufbauen. Ich weiß es nicht genau, was da kommen soll. Ich bin sehr gespannt. Hier haben wir eine Quest. Some basic equipment is needed to even have a chance of survival. Also wir brauchen noch ein bisschen mehr Equip, sagt er. Finde eine Map. Upgrade your Backpack haben wir gemacht. Und ein Level-Up verlangt er von uns. Level-Up sind wir nicht mehr weit weg. Da würde ich doch fast sagen, dass wir... Vielleicht einfach mal kämpfen, dann geht es schneller, oder? Also der Powerangriff sitzt. Guck mal, jetzt hast du gesehen, wie viel Leben die geschwind abziehen. Guck mal hier kurz durch. Aha, Tomatensuppe. Jetzt haben wir ein Rezept gefunden. Wenn wir 3 Tomaten kochen, bekommen wir plus 5 maximale Lebenspunkte. Und ich glaube, die sind dauerhaft. Ja gut, ansonsten musst du halt alles zerstören. Für die Materialien, fürs Zerstören gibt es jeweils Punkte. So, guck mal, da haben wir wieder Tomaten gefunden, ne? Aber ich glaube, uns fehlen jetzt tatsächlich 1 plus 2. Also wir haben 2 und eine fehlt, um die einmal aufzukochen. Da bin ich mal gespannt, ob wir die noch finden heute. Vielleicht habe ich irgendwas übersehen. Die weiß es nicht, die weiß es nicht. Es macht auf jeden Fall schon mal Laune. Es macht echt Laune. Hier ist nochmal was zum Durchsuchen. So, die Türen haben wir. Ich habe jetzt noch nicht alles kaputt geklopft. Wird sich jetzt mit der Zeit. So, den haben wir schön down gemacht. Jetzt muss ich mal ganz kurz mit euch nochmal zurück. Ich habe das Gefühl, dass ich irgendwas vergessen habe. Guck mal, du kriegst halt einen Haufen Zeug. Hier ist übrigens auch... Komme ich da rein? Ja, da kommen wir rein. Da ist nämlich noch eine Mission oder irgendwas, ne? Jetzt haben wir eine Tomate nochmal gefunden, offensichtlich. Oder wir hatten sie schon die ganze Zeit und ich habe es nicht gerafft. Jetzt haue ich jetzt alles weg. Gehen wir nochmal ins Campfire und dann gehen wir nach Osten, wie er es von uns verlangt hat. Reach XP Level 5. Und dann soll ich hierher zurückkommen, wenn ich Level 5 bin. Also weiß ich Bescheid. Dann wissen wir Bescheid. So, ich ruhe mich jetzt nochmal kurz aus und dann gehen wir direkt los. Camping Restore. Ah ja, hier steht es auch, dass dein Leben praktisch wieder voll wird. So, meine Lieben. Jetzt müssen wir auch gleich unser Level abkriegen. Unser Uplevel. Siehst du, sie sind dann immer wieder da. Aber ist auch nicht schlecht. Sowas zum Beispiel, da würde ich sofort wieder ans Feuer gehen, weil jetzt schon Leben fehlt. Sowas haben wir hier. Hold to activate. So, ich glaube, das ist tatsächlich die Map. Und jetzt seht ihr mal, wie groß die ist. Guckt ihr das mal an. Das kleine Stückle haben wir jetzt gesehen und das hier ist offensichtlich die gesamte Map. Und da gibt es ja verschiedene Türme. Gehen wir mal kurz raus. Und jetzt haben wir auch die Minimap freigeschalten dadurch, ne? Das ist doch schön gemacht, mir gefällt das richtig gut. So, und auf der Minimap sehen wir natürlich dann einmal, wo führt es uns hin. 15 Grad haben wir. Wir sehen die Uhrzeit, den Tag und die Koordinaten. Und jetzt haben wir auch unser Level up und er sagt, am Campfeuer geht es weiter. Da gehen wir jetzt zurück zum Lagerfeuer. Basic...
Das ist das Stand of 1000 Reward. Das haben wir jetzt gemacht, praktisch die Punkte. So, meine Lieben. Ist natürlich jetzt verlockend, aber schauen wir mal. Und jetzt kommt, glaube ich, auch der Skillbomb dann. New Skill. Also jetzt kann man praktisch mit jedem Level Up oder jedem, ich weiß nicht, ob es jedes ist. Ich glaube aber, bekommst du die Möglichkeit, hier was auszuwählen. Das ist jetzt nur eine Möglichkeit. Später sind es aber zwei, drei. Was kriege ich da? Crafting Items at Campfire. Okay, das schalten wir als freies Tutorial. Jetzt haben wir praktisch die Möglichkeit, das hier zu nutzen. Und das ist der Skillbaum, beziehungsweise was man freischalten kann. Hier Digging, Farming, Fishing, Building. Und hier seht ihr eine 99, Level 99. Und ich glaube, dass das einfach in dieser Version noch nicht verfügbar ist. Schauen wir mal, wie es im Early Access Live geht. Ne? So, dann gibt es dann hier den Klamottenbaum. Der geht auch bis hoch. Dann gibt es hier, Entschuldigung. Dann gibt es hier Verschiedenes, zum Beispiel den Pott. Ne? Den können wir jetzt auch schon bauen. Bämsle. Und da können wir jetzt die Tomaten kochen und diese plus 5 Leben holen. Ne? Und da gibt es auch Verschiedenes. Dann haben wir hier unten Supplies. Dann haben wir hier nochmal, das können wir uns auch bauen. Das besorgen wir uns, das will ich noch machen hier im Ding. Das kann ich noch nicht, fehlen mir noch 9 Scrap Metal. Das ist ein Wurfmesser. Und dann hast du hier noch Combat, das ist super interessant. Schön umfangreich, so wie es aussieht, ne? So, jetzt lass mich mal kurz gucken. Wir brauchen Metall, sagt er. Dann haue ich das mal alles hier weg. Ja, das Wurfmesser muss ich euch noch zeigen, weil das ist ziemlich cool. Und das Wurfmesser hat 4 Aufladungen und lädt sich ebenfalls, wenn es leer ist, wieder auf, wenn du am Campfire warst, ne? Investigate. Hello. Der Hund ist nicht daheim. Sehr schön. So, dann holen wir uns den hier. Oh. Ja, die machen schon Damage. Da kommt jetzt auch gleich einer. Bei dem werden wir wahrscheinlich das erste Mal drauf gehen. Für den brauchst du ein bisschen Movement. Oh, nächster. Aber das kriegt man mit der Zeit raus, wenn man diese Power-Move-Geschichte macht. So, was brauchen wir noch für den Tomatentopf? Den haben wir gemacht. Dann können wir uns jetzt hier gleich eine Suppe kochen. Dann zeige ich euch das auch mal. Da haben wir nämlich ein bisschen mehr Leben. So, einfach E drücken. Und da gibt es verschiedene Rezepte. Ich habe jetzt nur das hier kennengelernt bis jetzt. 3 Tomaten, kochen und essen, plus 5 maximale Hitpoints. Und dann sieht man das auch hier, wenn wir reingucken, seinen Stats. Ne? Sind wir jetzt bei 25. Sehr, sehr schön. Ich glaube, wenn ich es noch richtig weiß, da hinten gab es irgendwo ganz viel Metall. Man kann also auch schleichen. Ne? Die entdecken dich nicht sofort. Wie ich dann nachher spiele, das weiß ich noch gar nicht. Ob Schleichen oder Brechstange. So, was brauchen wir denn noch für das Messer? 5 Stück. Gehen wir nochmal auf die Hauptstraße gleich. Ja, super. Also es macht sehr viel Laune. Ist mal was anderes. Wenn jetzt das Base Building oder diese Außenpostengeschichte noch geil ist, dann kann es sein, dass ich mich da ein ganz kleines bisschen mehr mit beschäftige mit dem Game. So. Wobei es so schon Spaß macht wie Sau. Kann ich die mittlerweile hier? Nee. Die? Nee. Also gut. Dann halte ich mich hier nochmal drauf. Dann kriegst du einen Move. Sehr geil. Beziehungsweise, warte mal, ich glaube, die blauen Tonnen konnten wir, ne? Ja, da kriegen wir nochmal ein bisschen Metall. Dismantle. Der hat mich jetzt aber noch nicht gesehen, ne? Das Ausrufezeichen ist noch nicht voll. Aber ich kann ihn trotzdem kurz platt machen. Oh. So, wir müssen eigentlich auch unser Zeugs kurz ausladen gehen. Vielleicht finden wir ja das letzte Ding noch. Ah ne, wir brauchen nur noch eins, ne? Dann haben wir es. Warte mal, ich durchsuche mal. Vielleicht haben wir Glück. Nee. Wir brauchen nur noch eins. Da muss doch irgendwo eins sein. Ich nehme an, wenn man jetzt stirbt, verliert man seine kompletten Mats. Ne? Deswegen macht es vielleicht Sinn, wenn man ab und zu einfach mal ausladen geht. Das kriegen wir alles nicht down. Hier, die Säcke könnte man noch machen. Komm her, vielleicht droppt ja der Kollege eins. Wenn nicht, hole ich mir hinten den Briefkasten, dann haben wir es. Perfekt. Ah, Mist, ich bin voll. Siehst du? Also, mein Inventar ist voll. So, das haben wir das. Gehen wir mal zurück. Laden wir uns auch gleich auf, weil der nächste Feind, den wir machen, der hat ein bisschen mehr drauf. So, meine Lieben.
Das brauchen wir jetzt nicht. Ah, doch, da war es ja. Da müssen wir es bauen. Hold down to craft. Bämsle. Sehr schön. Und mit Rechtsklick kannst du die dann als Waffe benutzen. Die zieht man normalerweise auch im Inventar jetzt angelegt. Hier, ne? Special Item. Kannst du ja nachher auch umschalten, die Trinkets und so. Sehr interessant. Was war denn noch? Warte mal geschwind. Kann ich noch was aufbauen? Den Rucksack kann ich nochmal erweitern? Nee, noch nicht. Ne, da fehlt uns jetzt jede Menge Material. So, dann wissen wir Bescheid. Auf geht's. Stellen wir uns unseren Feinden. Ne, also aufschalten, Rechtsklick. Bam. One Hit. Aber du hast halt nur 4 Aufladungen auf dem Messer. Dafür, wenn man sie von hinten mit dem Messer attackiert, sind sie recht schnell tot. Gerade ganz interessant, wenn man mal einen schwereren Feind hat oder so. Die gehen ja aber nicht. So, hier ist der, glaube ich. Das sieht ähnlich aus. Das habe ich auch noch vergessen. Man kann also auch so wegrollen. Das braucht man jetzt hier bei ihmchen. So. Und die machen auch gut Schaden hier, die Grünen. Die Suppe. Macht aber auch, glaube ich, hast du gesehen, das halbe Leben weg. Kann man natürlich jetzt mit dem Messer probieren. Er tötet ihn aber nicht gleich komplett. Dann habe ich daneben auf die Laterne. Wenn wir Pech haben, sterbe ich. Aber ist ja okay, es soll ja auch nicht ganz anspruchslos sein, ne? Den haben wir geschafft. Jetzt müsste ich nochmal ans Campfire. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob ich hier nochmal hin muss. Weil dann bringt es nichts. Dann lasse ich ihn lieber. Hier zum Beispiel. Ja. Das hat mich dann zurückgeführt ans Campfire, als ich es erst einmal rumgetestet habe hier. Da brauchst du den Dietrich. Und ich glaube, der Dietrich kommt erst mit Level 11. So, aber wir gehen zurück, weil wir brauchen tatsächlich unser Leben. Wir gucken mal kurz, ob wir den Dietrich bauen können vielleicht. Kann ja auch sein, dass ich es übersehen habe, ne? Ansonsten würde ich sagen, schließen wir das Tutorial jetzt dann ab mit dem Bosskampf. So, super interessant. Mir macht es also sehr viel Spaß, muss ich sagen. Auch guck mal, hier ist eine 1 angezeigt. Das heißt, irgendwas kam entweder dazu. Hier, ja. Durchs Entdecken, dass wir da praktisch einen Dietrich brauchen, haben wir jetzt das Rezept freigeschalten, in Anführungszeichen. Jetzt brauchen wir noch das 11. Level und dann können wir es auch bauen. Ja, noch 9 Level. So, ansonsten haben wir nichts mehr gefunden, ne? Aber ist ja auch nicht schlimm. So, meine Lieben, frisch aufgeladen, Inventar ist leer. Lassen wir jetzt alle hier stehen. Man kann den auch wegrennen, glaube ich. So, den haben wir mal schön erwischt. Dann kam hier einer, weil wir sollen ja nach Osten, hat er gesagt, ne? So, hier sind halt noch ganz viele. Komm mal her. Ja, der macht immer 2 Moves nur. Der schlägt einmal oder zweimal. Wenn man da ein bisschen auf Abstand geht, kriegt man die gut down. So. Den machen wir auch noch. Oder mit dem Power Move halt im richtigen Moment, wenn man das Timing drauf hat. Hat er mich erwischt. So, da waren aber, glaube ich, noch mehr. Natürlich können sie jetzt hier einfach rumfarmen erstmal, das Ganze, die ganzen Waffen und so machen. Also ein bisschen aufbauen. Okay, nur wenn man sie von hinten attackiert. Wenn man sie von hinten mit dem Messer trifft, das ist ein One-Hit. So. Der ist down. Was haben wir hier? Pizza. I want pizza too. Alles klar. Okay, hier sehe ich auch noch was ich noch zeigen will. Müssen nur gucken. Da kannst du jetzt auch rein ins Zeug holen. Also man kriegt seine Waffe mit Sicherheit noch 2-3 Stufen hoch, ne? So. Die sind aber eingesperrt hier. Die Tür ist zu. Hier ist keiner mehr. Dann können wir mal ganz kurz hier Loot freilegen. Die roten Fässer, da muss man dann raus. Bam! Guck mal, wie viele Punkte das gegeben hat und vor allem, wie viel Loot jetzt hier gleich rumliegt, ne? Problem ist nur, dass wir noch nicht stark genug sind, um die Autos jetzt vollständig zu zerstören. Ne? Für das Auto bräuchte man eine Waffe mit 60 und für hier eine 30er. So, unser Weg führt uns nach Osten. Dann lass uns mal dahin schlurben. Dim, 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 dim. Auf der Straße nach Osten nehme ich mir ein bisschen Loot. So, hier, das östliche Tor. Der Tutorial-Boss. Kann natürlich sein, dass wir jetzt draufgehen. The Fails Gatekeeper.
schon ziemlich gut gemacht. Es spielt sich auch schön flüssig, ne? So. Und der Kollege. Ich habe nur noch zwei Messerangriffe. Den Rest müssen wir ihm jetzt wegschlagen. Au. Au. Und ihr seht mal, wie wenig Damage ich mache. Und die grüne Suppe, die macht mich kaputt, wenn ich da reinlaufe. Und der macht echt viel von der gelben... Hast du gesehen? Wir müssen ein bisschen aufpassen. Es gibt auch einen Moment, wo er mal kurzzeitig gestunt ist. Wenn wir den erwischen, den Moment. Ich glaube, nach dem Angriff ist es. Ja. Dann machen wir lauter Power-Attacks. Und weg. Ah, schon geil. Gut, der macht jetzt, glaube ich, gar keinen Nahkampfschaden. Aus dem Grund ist der eigentlich auch nicht so schwer. Dauert halt seine Zeit, wenn man nicht viel Power drauf hat mit der Brechstange. Guck mal. Vielleicht findet man einen Weg, tatsächlich dann zu dem Boss zu kommen und noch alle vier Messer sich aufzusparen. Ne? Jetzt habe ich die Stun-Phase verpasst. Wow. Tänzel, Tänzel. Tänzel, Washington. Achtung. Leute, muss ich noch mal reingucken. Da muss ich auf jeden Fall noch mal reingucken. Ich will unbedingt das mit dem Angeln sehen. Ich möchte gerne sehen, wie das mit den Beeten ist. Mit den Tieren, die man angeblich zähmen kann. Und mich würde halt verdammt interessieren, wie die Außenposten, was damit gemeint ist. Ne? Und da ja auch noch eine deutsche Sprachdatei kommt, das haben sie wohl nur ausgesetzt aktuell. Irgendwas habe ich da gelesen bei Steam in dem Beitrag. Es sind auf jeden Fall viele Sprachen geplant. Deutsch, Türkisch, Spanisch, glaube ich. Achtung, die fallen unkontrolliert. Oh, Alter, jetzt dreht er aber durch. Das erste Mal, als ich den gemacht habe, habe ich das so nicht gesehen. Weil, da hatte ich ihn nämlich schon down. Ja, wir haben den 480 XP einmal bekommen. Und wir haben das Tor befreit. Jetzt können wir es aufmachen gehen. So, meine Lieben. Also, wie gesagt, haltet die Augen auf. Vielleicht mache ich hier die Tage noch einen Stream dazu. Wenn es jetzt am Freitag im Early Access ist, vielleicht zum Wochenende sogar schon. Würde mich echt interessieren, was da noch drin ist. Es macht halt sehr viel Spaß. So, pass auf. Jetzt müssen wir noch einmal zurücklaufen. Die Wanne steht hier so und leuchtet. Lumlilum, lumlilum. So, jetzt können wir nämlich das östliche Tor gleich aufmachen. So, pass auf. Nee, jetzt habe ich es falsch angeklickt, ne? Hä? Habe ich das westliche angeklickt? Gerade wollte ich nicht. Man muss also erst freimachen, bevor man zum Tor raus kann. Und beim westlichen waren jetzt, wie viel waren das jetzt? 4, 5 Zombies, ne? Was ist hier? Event, Link Tower, Toolkit to Unlock this Option. Ah, okay. So, meine Lieben. Das war das kleine Tutorial. Was jetzt kommt, ist noch ein ziemlich guter Übergang zum Spiel. Den lasse ich euch noch drin. Und dann würde ich sagen, falls ich weiß, ob ich einen Stream mache, pinne ich es an die Folge hier. Müsste oben ein Kommi angepinnt sein. Und dann gucken wir mal. So, zukünftig wird es wieder mehr Checkups geben, weil ich, wie gesagt, nicht die Zeit habe, jedes Spiel im Stream zu zeigen oder eine Let's Playliste davon zu machen. Und es ist einfach eine gute Möglichkeit. Ich schaue sowieso in die Spiele rein. Es kommen also im Checkup-Format nur Spiele, die ich sowieso anschaue. Und so haben wir ein bisschen die Möglichkeit, die gemeinsam anzuschauen. Ich verabschiede mich schon mal an der Stelle. Jetzt kommt noch der Abspann oder beziehungsweise die Überleitung ins Hauptspiel. Ziemlich cool gemacht, finde ich. Und dann sehen wir uns beim nächsten Checkup-Video oder im Stream oder im Let's Play. Bis dann, meine Lieben. Ach so, jetzt weiß ich gar nicht, welche Taste. Ja, ich bin weg.